Wieder recht herzlich willkommen zu Dinge, die man mit einer normalen Festplatte nicht tun sollte. Es ist immer noch April, wir befinden uns immer noch in meinem Garten. Heute regnet es mal nicht zur Abwechslung. Daher habe ich mir was anderes überlegt, was man noch Schönes mit der Festplatte machen könnte. Da habe ich zum Gefrierschrank gegriffen und einige Eiswürfel angefertigt. Hier, aus frischem Quellwasser aus dem Gebirge, aus dem Schwarzwald. Und die Adata Trash Drive liegt jetzt hier im Eis. Hier, das ist überall Eis. Und da kann man jetzt zum Beispiel Eiswürfel auf die Festplatte draufwerfen, dann zerbrechen die. Oder man nimmt noch etwas größere Eiswürfel. So. Ob die Festplatte das natürlich gut überstanden hat, das seht ihr natürlich zum Schluss, wie angekündigt. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Eiswürfel auf die Festplatte. Aber nur einen kleinen. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.